Hallo zusammen, geht's euch gut? Ich hoffe ja. Uns beiden geht's gut, also mir zumindest, Leon. Mir geht's auch gut. Schaust müde aus. Bin ein bisschen müde. Bist müde, hast gefeiert. Nee, das nicht, aber nicht viel geschlafen. Nicht viel geschlafen. Ist nicht meine Uhrzeit. Ist nicht deine Uhrzeit, das war dein Vorschlag, dass wir früh drehen. Vormittags. Nicht halb nachts. Okay, also Leute, was wir heute machen, schaut ein bisschen anspruchsvoller aus, aber es ist total simpel, es ist wirklich total einfach. Und es ist so extrem lecker. Das macht also wirklich Spaß und geht auch ziemlich schnell, das Gericht. Ihr nehmt Lachs oder irgendeinen anderen Fisch, spielt auch keine Rolle. Karotte, Zuckerschoten, und schaut mal her, das sind jetzt keine Zuckerschoten, ich wollte eigentlich Zuckerschoten haben. Das hier sind die sogenannten Sugar Snaps. Ja. Und auch hier ist es wichtig, das ist natürlich ein bisschen kompakter. Wie jetzt die Zuckerschoten, ihr geht einfach her, packt es hier an dem Teil her, ja, seht ihr das? Und dann zieht ihr das einfach ab, okay? Weil das muss raus, weil sonst macht es keinen Spaß. Jetzt, wenn hinten noch was dran hängt, dann knickt ihr das hier nochmal ab und zieht nochmal dagegen und dann könnt ihr die wirklich gut essen. Nochmal, bist du drauf, Leon? Ja, ich bin drauf. Ja, einfach die gerade Seite, nicht die gebogene Seite, sondern die gerade Seite abbrechen, zieht es runter und dann am besten zur Sicherheit unten noch mal leicht dagegen, okay? Dann ist es wirklich wunderbar zum Essen und ihr habt da überhaupt kein Problem damit. So, was man jetzt machen kann, man kann es natürlich auch noch schneiden. Ich glaube, einmal halbieren werden wir es. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem Lachs. So, wir schneiden den. Habt ihr eigentlich mein neues Baby gesehen, Leute? Dick sei Dank, ja. Tolle Messer, macht wirklich richtig Spaß damit zu arbeiten. Schau mal, die haben sogar mein Logo da drauf gemacht. Und ja, macht Spaß zu arbeiten. Die haben natürlich jede Menge Serien und die gefällt mir sehr, sehr gut. Mal gucken. Vielleicht zeige ich euch auch noch mal ein paar andere Sachen. So, schaut hier. Ich habe jetzt den Unterteil vom Lachs genommen. Ja, die Bauchseite, krähenfrei, ist nichts mehr drin. Schneiden wir das mal in so Stücke. Guckt mal. So, dann würzen wir das Ganze mit unserem Fischaktivator. Also Fischaktivator haben wir ja darüber gesprochen. Ne? Ich habe jetzt da alles rein, was man zum Thema Fisch brauchen kann. Da ist es Koriander drin, da ist drin Fenchelsamen, da ist drin Anis, da ist Pfeffer drin. Ein wunderbares Meersalz. Ohne Plastikrückstände und natürlich ein toller Rohrzucker. Damit würze ich jetzt meinen Fisch. Gibt es übrigens bald im Shop. Ja? Ich habe jetzt für euch mal Fisch gemacht, Fleisch, Geflügel und Gemüse natürlich. So. Ich denke mal, in einer Woche oder so läuft das Ding. Okay, Gewürzt haben wir, schaut ihr. Macht ihr das auf den Teller? Oder in eine kleine Pfanne, wie ihr möchtet. Und dann gehen wir schon mal rüber. Nehmen ein bisschen Butter. Lassen die Butter zerlaufen und sogar leicht nussig werden. Leon, das ist jetzt dein Job, ja? Und ich schneide, ich zeige schnell nochmal, wie wir das machen. So, ja, da machen wir jetzt ein paar Brösel mit rein. Du machst das Ganze drüben am Herd nussig. Du bist verantwortlich, okay? Dann schaut hier, was ich jetzt mache. Ich gehe jetzt einfach her und schneide die Zuckerschoten einmal. Dann nehmen wir ein anderes Messer. In der Mitte durch. Ja? So, einfach zack, zack, zack. Gut. So, Leon, walte deines Amtes. Ja, wie mache ich das mit Film? Ja? Ne, du musst halt ab und zu mal drüber gucken. Du kannst ja dann hinstellen. Ja? Ich passe schon auch mit auf, aber ich möchte, dass wenn es kaputt geht, dass du verantwortlich bist. Ach so. Toll, oder? Das ist Hammer. Ja? Klingt gut, ja. Klingt gut, ne? Okay.
So. Schalten wir schnell die Dinge zusammen. Drei noch, das reicht dann schon. Ja. Kann man wieder dahin packen, wenn es aufgerollt ist. Okay, dann mache ich jetzt noch ein paar Gemüse-Brunoise mit rein. Für diejenigen, die das nicht wissen, wie das geht. Brunoise ist ja nichts anderes wie kleine Würfelchen. Hier hast du den Griff da drin. Ja, die Brösel werden braun. Ja. Was ist das hier? Richtig schön zerlaufen lassen, die Butter zerlaufen lassen, dass wir so braune Bröselchen haben und die Butter noch leicht mittig wird. Ich gehe mal ein bisschen runter mit der Temperatur. Okay, so, schaut her. Ich habe meinen Ofen auf 160 Grad gemacht. Ist auf 60. Schaut her, ich habe meinen Ofen auf 60 Grad gemacht. Umluft, 60 Grad ist natürlich nicht viel. Und schau hier, ich mache jetzt einfach ein bisschen Wasser aufgekocht. Ja? Das macht jetzt da unten auf das Blech drauf. Und schon habt ihr ein feuchtes Medium da unten. Und jetzt, hier geben wir mal einen Löffel her. Vielen Dank. Zack, okay. Jetzt nehmen wir diese Brösel. Wir machen die so über unser Lachs drüber. Wenn ich es dunkler haben möchte, kann ich natürlich auch noch ein bisschen dunkler machen. Ne? So, dann ab damit ins Rohr. 60 Grad. So Leute, jetzt habt ihr Opa und Oma daheim, die Kinder daheim, die können natürlich mit dem glasigen Lachs nichts anfangen. Ja. Da geht er dann einfach her und geht auf 70 Grad und dann ist er natürlich durch, aber auch butterzart und mit dieser Methode natürlich auch kein Gewichtsverlust. Okay? So. Schauen wir uns das mal schön an. Schauen wir mal zur Seite. Und ich gehe da her und schneide einfach erstmal den Boden gerade und dann schneide ich so ungefähr 1,5 mm Scheiben runter. So. Und dann, wenn ihr jetzt einfach in Streifen schneidet, dann habt ihr die Julienne oder Streifen. Ja, einfach. Zack. Und dann einfach die Julienne in Würfelchen schneiden, dann habt ihr die sogenannten Brunoise. Machen wir dazu zu unseren Zuckerschoten. So, wie schaut's aus? Fisch? Ja, nein? Fisch geht, ja. Fisch geht? Also wirst du dann probieren. Ja. Haben wir das eigentlich schon mal gekocht hier? Butterlachs mit Zuckerschoten und nee. Der Hammer wird denn, wir machen da wirklich was ganz Besonderes dazu, einen Olivenölschaum. Nee, so nicht, glaube ich. Ja. Und das hört sich mal kompliziert an, ist aber relativ simpel. So, dann holen wir mal unseren Gemüseaktivator. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, den Gemüseaktivator ist natürlich alles drin, was zu Gemüse passt. So.
Gut durchmischen. Und das hier lassen wir jetzt wieder einen Moment stehen. Butterflocke. Gut. So, jetzt pass auf. Wie geht es hier? Machen Sahne in den Topf. Wir machen die gleiche Menge Olivenöl in den Topf. Ich weiß, was ihr denkt. Ja? Fett, Fett, Fett. Aber ihr werdet sehen, ich verspreche euch, es wird eine ganz, ganz leichte, simple Geschichte. Völlig bekömmlich und tut überhaupt nicht weh. Dann aromatisiert ihr das Ganze. Schmeißt zum Beispiel ein bisschen Thymian rein. Ein bisschen Rosmarin rein. Und einen angeschlagenen Knoblauch. Damit gehen wir jetzt auf die Herdplatte und machen das Ganze heiß. Es darf auf gar keinen Fall kochen, weil sich sonst die Sahne trennt. Leon Rabner, wer dafür zuständig ist und verantwortlich ist? Der Paul, die Chili. Falsch, nochmal? Ich. Ja, genau. Ja. Ja. So, was wir auch noch reinmachen? Ein Müh-Senf. So, Achtung. Das ist jetzt natürlich von der Herangehensweise, ist es natürlich richtig heftig. Aber der Doktor, also das geile Olivenöl in Verbindung mit der Sahne, das sind zwei Fettkomponenten, die richtig Spaß machen. Die eine ist ganz natürlich, die andere ist natürlich der Fettanteil in der Sahne. Fett gibt einen guten Eingeschmack, Fett transportiert den Geschmack. Und deswegen ziehen wir jetzt die ätherischen Öle aus, also Knoblauch, Rosmarin, Thymian, ziehen wir jetzt eben raus. Und dann mixen wir das ganz, ganz luftig auf. Das heißt, es kommt wirklich nur die Schaumglocke oben drauf. Okay? So, lassen wir laufen. Guck her, unser Ding, kann man das erkennen lernen. Gemüse fängt das Schwitzen an. Ja? Ja. Machen wir einen Schluck Wasser drauf. Ja, das reicht. Einfach, dass der Topfboden bedeckt ist. Deckel drauf. Deckel drauf. Volle Pulle gibt ihm. Und ihr wisst ja mit dem Aktivieren, was es beim Gemüse mittlerweile bewirkt. Aber für diejenigen, die vielleicht heute neu dabei sind, durch das Aktivieren, durch das Würzen des Gemüses vorher, kurz durchmischen, dass das leicht feucht wird, habt ihr 45% des gesamten Garprozesses habt ihr damit abgeschlossen. Okay? Und somit braucht ihr nur noch ein Viertel der Garzeit. Da bleibt natürlich Vitamine, Mineralstoffe, Nährstoffe, Spurenelemente, alles was da dazugehört, bleibt natürlich zum Großteil übrig. Und es geht nicht nur schneller, sondern ist natürlich auch bekömmlicher und schmeckt halt wirklich durch und durch. Und das ist halt leider, finde ich, der absolute Hammer und total unterschätzt. Okay? Schauen wir zu unserem Fisch unten rein. Ja, Leon, kannst du das durch die Scheibe einfangen? Schlecht, weil der schlecht. So dreckig ist. Zoom mal ran. Du musst durch die Schliere mal ein bisschen durchzoomen. Ja. Man kennt es nicht wirklich gut. Man kann es nicht erkennen, aber er gart langsam vor sich hin. Und ich sage jetzt einfach mal, bei 60 Grad dauert das Ganze, sagen wir mal, 10, 12 Minuten dauert es bei Umluft. Ja. Und auch wenn die Temperatur höher ist, wenn er jetzt hochgeht auf 70 Grad, lasst er trotzdem 10, 12 Minuten drin. Das Schöne ist ja bei dieser Temperatur, ihr könnt es drin lassen, solange ihr wollt, es spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Das heißt, ihr habt eine Mindestgarzeit, sage ich jetzt mal, von ungefähr 10 Minuten, 10, 12 Minuten. Und dann aber 70 Grad oder 60 Grad in dem Fall sind 60 Grad in 10 Minuten, in einer halben Stunde, in einer Stunde, in zwei. Also es kann euch nicht kaputt gehen. Ihr habt den Vorteil mit dieser Methode, mit dieser Vorgarmethode,
dass euch euer Lebensmittel nicht mehr kaputt gehen kann. Ihr seid immer auf der sicheren Seite. Okay? 60 Grad ist jetzt natürlich für viele zu wenig. Also wenn man, das ist jetzt eine Vorspeise. Im Hauptgang, wenn ihr das Ganze macht, dann geht ihr einfach nochmal her, wenn ihr fertig seid, geht kurz hoch, dass ihr Temperatur drauf habt. Dann habt ihr einen wunderbaren Fisch. Oder ihr könnt auch noch hergehen und könnt ihn in der Pfanne braten. Ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Er wird saftig bleiben. Er verliert gar nichts mehr. Schüttet ein bisschen raus. So, dann würde ich mal sagen, unser Gemüse ist fertig auf dem Punkt. Dann her, das Wasser ist jetzt weggekocht. Okay. Und jetzt, wenn ihr zum Beispiel möchtet, dass ihr in die asiatische Richtung geht, ne? Läuft mal richtig ran, dass ihr in die asiatische Richtung geht, dann macht ihr einfach ein bisschen Sojasauce dazu. Mediterran, könnt ihr einen Schluck Olivenöl noch dazugeben, vielleicht ein bisschen Zitronenabrieb, das passt ganz gut, das können wir machen. Zitronenabrieb und ein bisschen Zitronensaft. So, schaut her. Nicht zu viel, weil die Zuckerschote steht im Vordergrund. Ein bisschen Zitronensaft. Ein bisschen Olivenöl. So, Leon. Gib mal bitte einen Teller und einen Löffel hoch. Schau mal, wie schön das glänzt auch. Das ist echt der Hammer. Das macht wirklich richtig Spaß. So, noch ein bisschen ordentlich, unordentlich drauf machen. So, dann schauen wir hier. Jetzt haben wir dann unsere Rosmarin rausnehmen, Thymian. Deswegen hacke ich die Sachen nicht, dass ich die wieder rauslesen kann. Jetzt machen wir dann natürlich noch ein bisschen einen Aktivator dran, einen neutralen. Ein bisschen Pfeffer. Dann versuchen wir das mal damit, ob wir das hochkriegen. Das haut nicht hin. Dann nehmt ihr euren Zauberstab. Okay. So, und jetzt haut ihr da einfach. Vielleicht jetzt ein ganz gutes Beispiel ist, kommt es nicht richtig hoch, ne, weil es ist wahrscheinlich zu warm geworden. Jetzt gehen wir her, machen ein bisschen Milch einfach rein. Ne, einfach einen Schluck kalte Milch. Ihr könnt auch Wasser nehmen. Ja, Leute, wird nichts. Das macht nichts. Auch bei uns darf man was schief gehen. Was halt jetzt passiert ist, wir haben jetzt einfach Folgendes, dass wir einen Moment nicht aufgepasst haben. Wichtig ist bei dieser Soße, dass ihr die einfach nur warm werden lasst. Ja? Ganz, ganz wichtig, nur warm werden lassen. So, dann holen wir unseren Lachs raus.
Chabinet, das ist wirklich richtig schön auf den Punkt gegart. Und deswegen auch Butterlachs, weil der butterweich ist, wirklich butterzart ist. Und natürlich mit unserer Bröselbutter da oben drauf. Das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte. So. Voilà. Dann nehmen wir unsere Olivenölsoße. Hat keinen Schaum. Ihr könnt euch vorstellen, wie es mit Schaum aussieht. Ja? Und gießt wirklich richtig schön an, weil es echt lecker ist, die ganze Geschichte. So, dann könnt ihr eure Garnitur noch drauf machen. Und fertig ist unser neues Gericht. Butterlachs mit Sugar Snaps und Olivenöl Soße. Schauen wir das nächste Mal, okay? Aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Guten Appetit, viel Spaß, lasst es euch schmecken.